Na hey, Stoisch Leute und willkommen zu einem etwas anderen Video, nämlich einer Sache, die ich schon etwas länger mal ansprechen wollte. Und mal davon abgesehen, dass ich jetzt mir sowieso gedacht habe, ich mache jetzt mehr Videos, wo tatsächlich Inhalt sind, wo tatsächlich ein bisschen mehr Gedanken drin sind, als nur schneiden und hochladen, was, ne. Ich habe mir gedacht, ich muss mal etwas adressieren, was ich relativ häufig gefragt werde. Nämlich, warum spiele ich kein Team Fortress 2 mehr? Oh, Johnny, dieses Spiel, ne? Ich bin ganz ehrlich, Team Fortress 2 ist kein schlechtes Spiel. Ich verstehe eindeutig, wo Leute da ihren Spaß dran haben und was sie daran gut finden. Nur für mich persönlich hat es jetzt mittlerweile so ein paar Punkte erreicht, wo ich mir sag so, nee, ich spiele lieber Overwatch. Bin ich denn ganz ehrlich leider. Ich meine, ich habe Team Fortress jetzt, man kann mir nicht nachsagen, ich hätte es kaum gespielt. Ich meine, 416 Spielstunden ist eine ganz schöne Zeit. Also es ist schon einiges, wirklich. Aber über die Jahre, also na, über die Zeit, über diese 400 Stunden, merkt man dann halt immer mehr so Faktoren irgendwo, die einen dann doch irgendwo zu sehr aufregen, sodass man irgendwann gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel hat. Und das sind leider dann Sachen, die mit meinem Mindset persönlich eher zusammenhängen und nicht mit dem Spiel an sich schon fast. Zum einen, Overwatch macht mir schlicht und ergreifend in den Augen mehr Spaß. Es ist viel schöner anzusehen, es ist grafisch schöner, besser designt und auch vor allem ist die Lernkurve auch um einiges angenehmer als in TF2. Aber das ist ein Thema, das ist hier gar nicht vom Belang. Eine andere Sache ist, Team Fortress 2 wurde mir persönlich irgendwann so langweilig, dass ich mir gedacht habe, boah, ich brauche das nicht mehr. Dann habe ich es deinstalliert und dann kam irgendwann Overwatch. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann brauchst du ja TF2 nicht mehr. Vor allem, weil mir dann klar geworden ist, Alter, du hast die letzten Male, wo du TF2 gespielt hast, hattest du so eine schlechte Zeit und so einen nervigen Faktor, und da komme ich noch zu, weil das ist einer dieser Faktoren, wo wirklich, glaube ich, sehr vielen schlicht und ergreifend den Spielspaß raubt. Nämlich bezüglich Thema Hacker, Cheater und hast du nicht alles gesehen. Ich hatte es nämlich so, jedes Mal, wenn ich das mit der Community spielen wollte, also mit euch spielen wollte, was sei es in Livestreams oder so, ist es meistens so gekommen, dass wir irgendwelche Hacker bei uns im Raum hatten, die mit Sniper sich in irgendeine Ecke gekauert haben und alles geone-shottet haben, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das Problem ist, gut, dann denkt man sich, gut, die sind vielleicht jetzt einmal da, passiert, kannst du halt nichts machen. Aber das Problem ist, ich wurde schon irgendwann regelrecht von diesen Cunts gestalkt, wo ich mir gedacht habe, so, Alter, habt ihr echt nichts Besseres zu tun in eurer Zeit? Ich versuche hier mit Leuten literally irgendwie Spaß zu haben, wirklich einfach nur eine schöne Zeit zu haben und ihr Dickheads denkt euch, boah, wie wäre es, wenn ich euch mal so richtig auf die Torte kacke? Und da habe ich mir dann gedacht, so, wisst ihr was, gut, dann lasse ich es jetzt erstmal nebenbei, lasse ich erstmal stehen. Dann habe ich gedacht, gut, vielleicht ist es ja jetzt mittlerweile gut, vielleicht haben wir es jetzt erledigt, vielleicht ist die Torte dann doch vergabbelt und du hast dir gesagt, boah, this is the end, it's near, my friend, aber das Problem ist, war es nicht. Nämlich, ein paar Monate später wollte ich mit einer Freundin Team Fortress spielen, einfach nur so aus Fun. Nur sie und ich und dann einen random Server. Und dann dieselben und ihre kleinen Arschfick-Freunde kommen dazu und denken sich, boah, wie wär's, wenn wir dir erneut ins Müsli kacken? Und ich so, okay, well, that's fucking it. Am selben Abend habe ich das Spiel deinstalliert und habe gesagt, so, das ist Game Over, ich habe den Sack dicht. Ist jetzt für viele vielleicht ein schon fast ein bisschen irrationaler Grund, hier das Ganze zu machen. Aber mir persönlich, ich habe da keinen Sinn mehr drin gesehen. Ich habe da echt den Sack dicht gehabt. Weil, natürlich jetzt mittlerweile gibt es in Team Fortress Ranked Updates, also schimpfen wir es mal Ranked. Ich höre da persönlich immer nur Schlechtes drüber. Und ich kann mir ehrlich gesagt noch nicht ganz vorstellen, wie ein Ranked-System da funktionieren soll, beziehungsweise wo ein das hinbringen soll. Ich habe mich da nie wirklich mit beschäftigt, also entschuldigt bitte meine Unwissenheit für den Fall, dass ich unwissend bin. Aber
Irgendwann habe ich da gesagt, so gut, dann ist es halt so, dann, ich brauche Team Fortress nicht. Klar, es gab so ein paar Sachen in dem Spiel, die mir richtig Spaß gemacht haben. Mit dem Scouten Cleaverkill, meine Güte, das war der geilste Scheiß. Der Pyro war absolut mein Soul Animal. Ich habe mir gedacht, geil, einfach reinrennen und Leute anzünden. The fun never stops und so. Aber du, irgendwann kommst du zu diesem Punkt, wo du dir denkst, nee, das ist es nicht wert. Das ist zwar alles Spaß und Jokes, aber wenn du denn sowieso nichts A, mit deiner Community spielen kannst oder mit Freunden gar, ohne dass du da irgendwas am Arsch hast, dann denke ich mir so, why? Und man konnte diese Leute ja nicht mal blocken oder so, weil irgendwie die Server von Valve denken sich so, nee, ist schon gut, die machen nur Spaß, die wollen nur spielen. Wie so ein Kampfhundbesitzer, der sein Vieh nicht unter Kontrolle hat, so in etwa. Also, da habe ich dann so ein bisschen den Respekt verloren. Und da kam Overwatch in mein Leben, wo ich bislang kaum einen... Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals einen Hacker gesehen habe. Klar, Overwatch hat auch Punkte, wo ich mich aufrege. Aber das ist dann so diese... Das ist dann meistens so diese Aufregung nach dem Motto, ja gut, Match ist vorbei. The End. Roll Credits, so in etwa. Und ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass ich in Overwatch einen Hacker oder Cheater hatte, weil da Blizzard ja tatsächlich noch aufpasst, so wie ich das mitkriege. Wie gesagt, das sind jetzt alles persönliche Ereignisse, persönliche Reaktionen und deswegen kann ja sein, dass ihr schon mal auf welche gestoßen seid. Um Himmels Willen, dann kann auch passieren, so hat kuscht immer mal durch. Und logisch, Overwatch hat genauso den Frustfaktor. Wie ich ja gesagt habe, die Lernkurve in Overwatch ist um so vieles schmaler, sagen wir mal, um so vieles leichter zu erklimmen. Aber dann denke ich mir immer wieder, meine Güte, einige Sachen sind so simpel. Warum kriegen das Leute nicht hin? Klar, riecht man sich dann auch mal auf. Also man hat immer so diese, in jedem Spiel hast du mal irgendwann diesen Aufregfaktor, diesen Nerd-Rage-Faktor. Und dann muss man auch mal mitleben. Und in Team Fortress hat das irgendwann schlicht und ergreifend meinen Spaßfaktor überscheint. Weil in Overwatch habe ich bis heute, ich habe zwar manchmal Phasen, wo ich es einfach nicht spiele, aber dann sage ich mir wieder, ach Gott, jetzt hast du ja mal wieder Bock. Jetzt kannst du ja mal wieder ranken sogar, auch wenn Ranked immer noch ein ziemlich bastetes Stück Berg ist in manchen Punkten, aber dazu kommen wir ein andermal. Ich kann immer noch mit hohl locker in ein Match gehen und sagen, so, we have fun now, jetzt können wir einfach nur Spaß haben und einfach rumblödeln. Oder auch mit der Community. Community-Matches sind da so easy zu machen in Overwatch. In Team Fortress war das immer so, du konntest ja keinen eigenen Server hosten, da musstest du ja schon, ich weiß auch nicht, was weiß ich für Skills drin haben. Skills, die ich nicht habe auf jeden Fall. Und, ja, ich werde auch nicht zu Team Fortress zurückgehen. Das ist so eine Sache. Weil ich glaube, nach 400 Stunden hast du gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Und wenn ich dann etwas im Vergleich habe, was auf der Basis her dasselbe ist, in dem Sinne Overwatch, habe ich keinen Grund, dahin zurückzugehen. Weil es kann Team Fortress kann nichts mir bieten, wo ich mir denke, boah, da werde ich jetzt um so vieles mehr Spaß haben, da werde ich jetzt um so vieles mehr Freude dran haben, als an Overwatch, weil es ist, auf dem Papier ist es dasselbe. Du hast deine Klassen, du hast deine Fähigkeiten, deine Waffen und dann war es das. Und gerade in Overwatch ist es schön, dass jeder Held gefühlt anders ist. Jeder Held ist was anderes. In Team Fortress hast du 9 Klassen, und die spielen sich minimal anders, je nachdem, was du für Waffen mitnimmst. Es gab natürlich wirklich da ein paar Waffen, die ich wirklich gern, mit denen ich wirklich Spaß hatte. Also, wie ja schon gesagt, der Cleaver, oh Gott, ich habe es so geliebt, dieses Ding zu schmeißen. Und dieses Geräusch, wenn du einfach jemanden damit getroffen hast, das war so fun einfach nur. Oder einfach zu hören, wie jemand brennt. Das war genauso schön eigentlich. Das war, also man hatte seine Momente. Der Huntsman war Spaß und all sowas. Wie gesagt, deswegen kann ich verstehen, wo Leute Team Fortress heute noch spielen und verteidigen. Aber es geht mir vielmehr darum, dass jetzt Leute verstehen können, warum ich von Team Fortress weg bin und jetzt quasi Overwatch spiele. Das ist klar. Und ich werde wahrscheinlich im Laufe der nächsten Wochen, Monate immer noch wieder Kommentare kriegen, warum spiele ich kein Overwatch mehr. Und dann kann ich jetzt wenigstens auf dieses Video hier verlinken und sagen, so, this is it. Deswegen habe ich Team Fortress 2 deinstalliert.
Mal davon abgesehen auch, was die Belohnung angeht. Overwatch belohnt dich konstant mit Zeug, wo du nicht brauchst im Grunde. Skins, Sprays, hast du nicht gesehen. Alles optionale Sachen, aber es sind halt kleine Belohnungen und sowas weiß man dann doch irgendwo zu schätzen. Team Fortress wiederum, du kriegst random, wirklich random, ich weiß nicht, ob das mittlerweile immer noch so ist, wie gesagt, nagelt mich da bitte nicht dran fest, aber damals hast du einfach random Zeug bekommen. Und dann waren das Waffen, die du entweder schon 10-mal hattest und du wolltest eigentlich eine ganz andere, aber greifen wir bitte dafür in die Tasche. Und klar, jetzt kann man natürlich wieder argumentieren, Team Fortress ist free to play, während Overwatch einmalig was kostet und man an sich da nichts ausgeben muss, weil jeder Held quasi gratis dazukommt. Und wenn du es regelmäßig spielst, du dir sowieso immer das holen kannst, was du möchtest. Außer natürlich limitierte Skins, aber gut, wenn du wirklich so hinter Cosmetics her bist, meine Güte, dann hast du dasselbe in Team Fortress, da hast du ja noch mehr. Wenn du einen Hut haben willst, der glitzert, meine Güte, greif mal schön in die Tasche, Minion. Das war halt auch so ein Punkt, der mich da so ein bisschen gestört hat irgendwo an Team Fortress. Einfach die Sache, dass du da gewartet hast und irgendwann musstest du trotzdem in die Taschen greifen, weil alles, was du kriegst, ist eine Kiste und Schlüssel kriegst du nur via Geld. Und da hast du mir auch gesagt, na gut, weißt du was, Spaß dir, behalt mal, ich behalte das, was ich hab. Von daher, es ist, ich werde es nicht wieder installieren, um diese Frage mal komplett zu beantworten. Mag sein, dass es jetzt wirklich nur an diesen paar Leuten lag, die es mir absolut vermiesen wollten. Aber ich glaube, selbst wenn es das nicht gewesen wäre, als ich Overwatch gefunden habe, ist es halt was anderes. Es ist auf den Augen schlicht und ergreifend schöner. Du hast mehr Klassen, mehr Charaktere, die du spielen kannst, mehr Persönlichkeiten. Allein schon, wenn du einen Heiler spielen willst. Heiler sind ja, du hast einen Heiler in Team Fortress. Und das war's, der Medic. Den kannst du minimal umjustieren, um ihn milde anders zu spielen. Aber in Overwatch hast du so viel mehr. Du kannst Lucio spielen und durch die Straßen gleiten. Oder du spielst Moira und bist einfach nur ein sadistisches Arschloch. Also wie ich halt mittlerweile. Oder du bist Mercy oder hast gedacht so, ich habe TF2 gespielt. Und dann nervst du dich, weil du immer weiter in den Boden genervt wirst. Von daher, du hast einfach für mich in Overwatch gibt es mehr Optionen, wo ich tatsächlich mal was anderes machen kann. Weil das ist für mich so ein Spaßkiller. So ein Spaßkiller einfach, wenn du immer wieder dasselbe machst. Ohne wirkliche Abwechslung. Deswegen, klar brauche ich auch von Overwatch mal eine Pause. Weil mir das dann zu viel wird. Aber dann habe ich wieder solche Momente, wo ich mir sage, boah, ich hätte jetzt voll Bock auf Overwatch. Lass mal wieder ein paar Runden zocken. Lass mal irgendwie Ranked machen oder, ich meine, gut, Ranked an sich spiele ich meistens nur meine Placements und dann nie weiter, weil es ist auch ein bisschen Frust, aber wie gesagt, das ist a story for another day. Aber das ist halt der Punkt, das ist halt die Sache, wo ich die ganze Zeit schon ansprechen wollte. Das ist, der Takt an Team Fortress irgendwo wurde mir zu langweilig und dann kamen immer mehr Sachen, wo mich gestört haben, wo irgendwo Leute mir nur ins Mikro geschrien haben und ich keine Ahnung hatte, wie ich den Scheiß ausstelle. Oder musste ich alle erstmal stumm schalten im Spiel. Das war auch alles so. Ich weiß, es sind alles solche kleinen Sachen. Und wie gesagt, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, Team Fortress ist kein schlechtes Spiel. Aber es ist absolut nichts mehr für mich. Weil es ist zu viele schlechte Erfahrungen und irgendwann möchte man auch nicht mehr. Deswegen, ich hoffe, ihr versteht das, dass ich da, wenn ich jetzt die Frage lese, spielst du wieder TF2, mit einem genervten Grunzen antworten werde. Weil es ist für mich Sache. Und es ist damals sowieso, das habe ich auch häufig gelesen, dass viele, als Overwatch rauskam, von Team Fortress auf Overwatch gewechselt sind. Und zu den Leuten gehöre ich nun mal. Overwatch macht mir mehr Spaß, es sieht schöner für mich aus und die Charaktere machen mir mehr Spaß. Entweder mit Lucio, wie gesagt, durch die Gegend oder Wrecking Ball. Oh Gott, ich habe in letzter Zeit so viel Spaß in diesem Spiel mit Wrecking Ball. Das ist schon nicht mehr feierlich. Das gehört sich, das dürfte verboten werden, ist das. Dieser kleine Hamster in seinem großen Terrorball macht mir so unglaublich viel Spaß, dass ich mir denke so, wow, what is TF2? Was ist das überhaupt? Gibt's das noch? Das Internet? Gibt's den Blödsinn immer noch so in etwa? Also, ne,
wollte ich jetzt mal, ich habe das Ganze jetzt hier schon wieder mehr in die Länge gezogen, als es eigentlich sollte. Aber ich hoffe, ich habe damit jetzt eure Frage beantwortet, ob ich jemals wieder TF2 spielen werde. Die Antwort ist nein, werde ich nicht. Gründe, spul zurück, guck das Video nochmal, dann werdet ihr verstehen. Basically, Overwatch macht mir mehr Spaß. This is the end. Und irgendwo Team Fortress hatte halt zu viel Bullshit am Ende. Wie gesagt, das ist eine persönliche Meinung, ne? Ihr müsst jetzt nicht hier direkt wieder die Spitzhacken rausholen und euren Market Gardener rausholen und mich mit Schaufeln verprügeln. Das ist nicht witzig. Weil, okay, und noch eine Sache in persönlicher Ebene. Ich finde dieses Dominieren-System unglaublich beschissen. Just saying. Es wirkt so unglaublich random andauernd. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, da steckt ein System hinter. Aber es geht mir so unheimlich auf den Piss, wenn ich von irgendeiner Pimmelbacke dominiert wurde, die mich das zweite Mal von der Seite angeguckt hat und ich mir denke so, bitte, was? Es ist... Es frustriert mich auf einer Ebene, die ich nicht erklären kann. Ich glaube, das ist intentionell von Valve gewesen. Ich glaube, da ist eine Verschwörung hinter. Da ist ein Kompott hinter. Aber das... Nee. Da gehe ich gar nicht drauf ein. Ich beende das Video hier, bevor hier noch irgendwelche Verschwörungstheoretiker ankommen oder ich vom FBI irgendwie erschossen werde oder sowas. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Stand proud. Und see ya, guys.